Bei uns ist der Gast der große Himmel und wir sind die Sterne. Und der große Himmel ist quasi oben, unten, rechts, links, hinten, vorne, überall. Der durchdringt uns ja förmlich. Und die Sterne sind deshalb so schön, finde ich, weil mit Sternen bildest du Formationen. Also die Jungfrau, der große Bär oder wir gedanklich die Formation des großen Herzens. Und natürlich immer wieder, wenn ein Stern reingeht oder rausgeht, dann findet ein gewisser Tanz der Sterne statt, damit sie sich wieder neu formieren und kraftvoll strahlen können. Aber es gibt eben ein Sternbild und so ist der Schindlerhof ein Sternbild. Und so sind wir weggekommen, sowieso Human Resources haben wir sowieso noch nie gesagt, aber Human Stars. Als Symbol dafür kriegt jetzt jeder seinen eigenen Stern. Das andere ist dieses Gefühl, gesehen zu werden. Also mit meinem Thema, oder ich sage es nochmal anders, wir Menschen möchten wahrgenommen werden. Wir möchten Bedeutung haben. Das werden zwar viele erstmal ablehnen, sagen, stimmt ja auch nicht, ich nicht. Aber ich habe vorhin gesagt, bei den Dimensionen der Gesundheit haben wir nicht ohne Grund diese spirituelle und kulturelle Dimension unter dem Oberbegriff semiotische Gesundheit zusammengefasst, nämlich die Frage, welche Bedeutung habe ich in meinem Leben? Und das hat zwei Dimensionen. Das ist die Frage, welche Bedeutung gebe ich mir selbst und welche Bedeutung gibt ein Unternehmen oder mein Partner, mein Umfeld mir? Und wenn in beiden Fällen ich nicht genügend Bedeutung habe, sowohl ich mir selbst und oder mein Unternehmen mir nicht die Bedeutung gibt, dann würde ich entlang der Dimensionen, die ich vorhin beschrieben habe und meinem neuen Modell von Gesundheit sagen, dann ist die Gefahr groß, dass Menschen krank werden. And I am thinking of times when we have sat in circle and asked for story. And stories have come in multiple languages. Mm-hmm. And it really doesn't matter if I understand the words as long as I sit in the energy of the heart. And how beautiful that is to watch someone's face as they're telling a story and all the emotions that go through their face and maybe tears at the end, and to go, I have no idea what, but I have a huge feeling of how. Yeah, that in a number of the circles that we did in Germany, mm-hmm. We invited people during the long stories to mm-hmm. share in whatever language they chose to. Yeah.